Dings ausblenden kann, den Chat, dann sagt's mal bitte. Ich will jetzt nicht irgendwelche Befehle random durchtesten. So, heute wird's auch spannend zu sehen sein. Hey. Ach, da oben sind die GoTV-Viewer hingewandert. 150 gerade drauf. Ich hoffe, das steigert sich noch. Heid hat. Na. SV-Chat, als ob. So, ob es das gibt. So, aber wir sind live in der Piste. Spaddel, schreib mir nochmal bitte fix kurz, wie der Malbefehl ist. Nimmt mit dem Opening. Sind vom A raus. So, ein Curse kriegt hier ganz, ganz wenig Frags. Einer nur an der Zahl. Boah, Skirk noch mit einem schönen Headshot. Was, sogar die Überzahl. Jetzt rausgespielt, ein Kit. Und beide Nippspieler sind schon gut angeschlagen. Also ist vielleicht noch alles möglich. Schöner Headshot von Reflex. Der kann hier durchziehen. Boah, Friedenberg hat da keine Chance. Boah, schön gedeckt von Skurk. Oder Skurk. Nice. Starke Pistol. Sah am Anfang überhaupt nicht danach aus. Wie immer, schade, dass wir keine Flaggen oben haben. Ach, Map Overview. So, jetzt auch Malen am Start. Malen nach Zahlen. TV No Chat. Scheint zu funktionieren. Dankeschön. So, nett mit Deagles in der Mitte. Muss mal kurz hier klarkommen, wer wo deckt. Schade, dass wir keine Punkte auf dem Radar haben. Oh, das sollte Valve echt langsam mal fixen. Das nervt ein bisschen. Macht es schon um einiges schwerer zu casten teilweise. Vor allen Dingen kann man dann mit weniger Wallhack spielen. Mit weniger Wallhack halt streamen. So, warte mal vor Skirk. Aber Support von Reflex, der wieder mit. Ah, ich find's so geil, dass Reflex mit dieser Mac 7 oder Tech 7 oder wie sie hieß spielt. Man, die ist schon geil. Auf Nuke hatte damit ziemlich umgedüst, hat ziemlich viel umgeschossen vor der Pommes. Mal schauen, wie lange er die Waffe behält. So, der Runde auf jeden Fall. Curse verliert hier keine einzige Person. Nip wird jetzt aber kaufen, ja. So, bauen komplett Richtung A, no Friedberg Haus. So, komm raus. Schön, der Holzspieler war blind. Forest Friedberg hier mit dem Opening. Boah, Alu auch in einer semi-guten Posi in der Situation. Wurde da auf jeden Fall gesehen, kann nur einen mitnehmen. Mit komplett auf dem Spot. Alle mit sehr, sehr viel HP. Der Retake wird hier nicht durchgehen. Reflex noch mit der Pumpe. Boah, sauber. Kann der Exist noch machen. Aber wie die AK, Fiflan direkt schön schon an der Mitte. Macht da oben gleich dicht. Damit er jetzt ihn holen können. Müsst ihr noch gehört haben. Sehr schön. Gut gemoved von Fiflan. Direkt geschalten, direkt da oben dicht gemacht. Sehr schön. Erste Equip Round an Nip und die war relativ easy. Kürs hat aber noch Geld. Natürlich durch die gute Runde von vorhin. So, das ist übrigens eine Decoy, die Granate. Nip baut um. NATO dafür die Mitte. Reflex kurz mit Autosniper. Okay. Also, wir haben ja Autosniper bei
Reflex und eine Arbe bei Kalu. Boah, schade. Er hat ihm ein paar Hits gegeben. Simon auf 37 runtergeschossen. Oh, Nip scheint zu boosten. Oh, schöner Flug von Nato. Oh, aber Gatorade, perfektes Timing der Haus. Hat er perfekt auf die Ansage reagiert, dass da einer am Jungle steht. Schönes Timing von Nasu. Da oben Haus auch noch bekannt. 2 gegen 2, wo ist sein Mate? Scope muss ihm da mal helfen. Boah, schön. Da ist er direkt da. Schön. 3-1 für Curse. Nip hat keine Bombe gelegt, müssten dementsprechend eigentlich sparen. Einzig für Flan könnte hier full equipped sein. Der Rest wird hier nichts kaufen. Also wird mir Full Eco einlegen. Ah. Okay, Spaddle hat ja auch nochmal die Info gegeben, also das Scoreboard, was ihr hier seht, ist für jeden zugänglich. Kann jeder runterladen. Nasu, Nasu. Aber nimmt natürlich auch nur mit Glocks. Ah, einen können sie diesmal machen, aber trotzdem, Curse verteidigt dich schon relativ gut gegen Echos. Reflex schon wieder mit der. Hieß sie denn? Mac 7 oder Tech 7? Ich glaube Mac, oder? So, wir pushen da direkt Keller, da baut keiner auf von Nip. Boah, schön Nasu mit dem ersten. Mit Gold von Forest. Aber einer Keller. Sie haben also viel Kontrolle. Geht Reflex davor. Er geht vorher, wird er gleich ausschließen können. Da passiert ja jetzt erstmal nichts. So ein Forest. Boah, er rechnet sogar damit. Boah, wir haben schon richtige Hits bekommen vom Connector. Boah, Forest trifft da jetzt gleich auf. Boah, krass. Richtig krass abgedeckt von Forest. So, die Nip weiß jetzt natürlich auch, dass Curse weiß, wo sie sind. Sie ziehen es trotzdem durch. So, Nasu wieder mit Gegenflash. Skurk unterstützt ihn dort. So, einer kommt noch raus. Boah, sehr schön. Curse trifft richtig gut heute. Und Alu kommt von hinten. Hat der kleine Joker-Posi. Wenn Skurk jetzt noch Zeit rausholt, wird ihn Alu gleich haben. Exist hat keine Ahnung, wo er ist. Muss auch erst die Bombe. Boah! Schön von Alu. Da hat Exist den Shot nicht getroffen. Er hätte den nur anhusten müssen. Ein Hit irgendwie, einen kleinen C oder so, hätte gereicht. Aber Alu wusste anscheinend auch nicht, dass Exist die Bombe hat. Sonst wäre, glaube ich, nicht so schnell da hoch. Also, gerade nochmal Glück im Unglück hier für Alu. 5-1 Curse dennoch. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, Reflex wurde. Ist der Keller gepusht? Ja. Scope deckt noch am B. Nato Mitte eingemacht. Also jetzt wieder 4 gegen 4 Situation. Gatorade noch an der Action. Also sie wollen wohl eher Mitte hoch. Friedberg in die Pumpe gekommen. Max 7. Ja. Stirbt Nip auch einzeln, habe aber auf die Distanz einfach relativ wenig Chance bei dem dieser Shotgun. Ah, schönes Movement von Nasu. So kennt man es von ihm aus 1-6. Schöner Strafe. Konnte ja auch 4 in der Runde machen. 6-1. Ah, die Settings sind immer noch fail, damit 999 Runden. Also weiß nicht, was man sich dabei denkt. Wahrscheinlich nichts.
So, nippt ein bisschen unter Zugzwang. Aber das sind sie ja gewohnt mittlerweile vom LAN. Da lagen sie manchmal auch schon hinten. So, Gadget mit der Kerrigan Smoke. Ah, die ein bisschen verworfen wurde. Die liegt nicht ganz perfekt. Würde ich meinen. Ne, der Halu kann da drüber gucken. Locker. Boah, bisschen Glück für Gadget, muss ich mal sagen. Da ist er hochgekommen und NATO müsste da unten sein. Gadget ist auf jeden Fall. Ah, der Rest kommt über den Connector. Oh, krass, Chris deckt richtig gut. Ich glaube, dein Connector so krass unter Kontrolle. Auch wenn Nip da viel Raum hat. Reflex dürfte das gesehen haben. Jetzt kommt es auf Skurk an. Alle Nip-Spieler Richtung B. So, ganz stark. Schön von Curse. Krass, was sie machen. Ich den Nip einfach mal kurz auseinandernehmen. Die haben ja absolut keine Chance gerade. Keine einzige knappe Equipped Round hier. Okay, die vorhin, das 2 gegen 2. Aber sonst hält Curse hier einfach jeden Spot gerade safe. Also vor allem den A-Spot. B wurde ja bisher eigentlich nicht angegangen. So, eine Decoy dort noch. Und Nip zum A. Du kriegst da schon die Shots. Ist Action raus. Die Flash für Nasu. Boah, gute Flash für Nasu. Also nicht gute Flash von Mate. Weiß nicht, ob er, genau, ob er da von einem T noch angeschossen wurde. Oh, diesmal sieht es auch ganz gut aus für Nip. Seht ihr, sind gut abgesmoked. Können jetzt Bombe legen. VS vielleicht nochmal gegen. Ja, eh, ja, gut, hat ein bisschen Schaden gemacht. So, die Smokes sind jetzt weg. Jetzt kommt es auf. Ja, Gadget eigentlich jetzt sehr entscheidend. Positivkant. Er musste einen mitnehmen, macht er aber nicht. Dann mit einem Refake nur noch aus dem Haus mit 3 HP. Boah, kann auch noch einen machen. Krass. Also was Curse gerade für Retakes startet und allgemein. Nett. Einfach nur nett. Bin mir gerade nicht sicher, ob Nip jemals so hoch jemals so hoch hinten lag. So, können jetzt eigentlich immer kaufen. Sie haben so viele Runden in Folge verloren. Was nicht sogar die dritte Runde oder so, die sie direkt geholt haben? Ja, ich glaube. Da dachte man noch so, ja. Das gibt wie immer. Boah, die Curse traut sich was. Na, du schon wieder extrem viel Schaden gemacht. Für Flan. Boah, wird noch weggesprengt. Sehr schön. Zwei im Haus und zwei Faken am A. Gehen darauf. Wieder eine schöne Flash für Natu. Von hinten wahrscheinlich. Der macht einen extrem starken Job, aber auch sein Mate, der ihm da immer flasht. Nipp jetzt mal am B drauf, komm mal wieder zum Bomb legen. So, nur noch Exist. Aber sie, ich habe auch das Gefühl, sie sehen nicht gute Shots hitten. Oh, jetzt aber Exist. Oh. Oh, Exist! Und mit der AWP über kurz. Weil er sieht einen Schatten. Nein, er hat keine Muni mehr. Boah, ich schaff's trotzdem. Krass. Krass, das 1-on-4 von Exist. Aber da ist Curse auch ein bisschen einzeln reingelaufen. Der Kurzspieler muss da wahrscheinlich Druck machen. Jetzt am Ende vor allem. Und dann der Hausspieler erst rumziehen. Zumal der Kurz ja die AWP hat und eigentlich auch es viel, viel schwerer hat, den Factor zu setzen auf Short Distance. Also das mal ausnahmsweise nicht perfekt runtergespielt von Curse. Aber ansonsten präsentieren sie sich hier bisher super stark. Und vielleicht behält Lenz hier diesmal recht. Boah, hallo, NATO. Ah, vielleicht ein bisschen übermütig, dann weiterhin auf die Frags zu gehen. Nachdem man da die ersten zwei hat. Wobei es natürlich auch recht schwer ist, da wieder rauszukommen. Trotzdem Curse Überzahl. Nip sammelt sich jetzt Mitte.
Hat er die Bombe, droppt sie nochmal, versucht jetzt irgendwie einen Frag zu ziehen. Ach, guck mal, wo Reflex steht. Komplett defensiv. Nasu ist eigentlich vom Connector nicht gedeckt. So ein Getrite ist fast vor ihm. Ach, er trifft den Shot nicht direkt. Kennt man auch anders von ihm. Jetzt vielleicht. Das ist ein Mate. Und jetzt die. Ja, sie haben noch Zeit. Sehr schöne Entscheidung, jetzt über kurz zu gehen. Reflex. Geht auf Aim. Oh, schade. Macht wenig Schaden. Eigentlich fast gar keinen. Und er kann den Plant jetzt aber aufhalten. Der Flan wurde da gut weggeflasht mit den. Mit den Flashes natürlich. Trotzdem noch schwere Situation für Curse. Oh, gut rumgezogen, nur noch Nasu. Gegen zwei Getrite, aber richtig low. Oh, aber krass, halt schon für Flan. Zieht da rum und direkt drauf gewesen. Also zweite Runde in Folge für Nip. Und das ist wichtig. Curse hat nämlich jetzt kein Geld mehr. Boah, es wäre so gut, wenn sie hier mal nicht einbrechen würden. Übrigens die Info, Maus gegen FM Toxic spielt ungefähr um 22 Uhr. Da sie jetzt noch ihr Spiel haben in dem Radeon AMD Turnier. So, Alu nur mit Diegel. Na, so mit Pumpe da oben. Krass. Oh, nettes, da E-Flex. Sitzt auch nicht. So, Nip extrem mittellastig, Getrite schiebt auch weg. Wollen wieder mal Connector. Gute Wahl auf jeden Fall. So, Nasu wird er nichts machen können mit der Pumpe. Aber er macht's aber richtig. Boah, er ist so blind. Wie blind er war, ey. So bitter. Also habe ich selten gesehen, dass ein Team so exzessiv über den Connector kommt. Wobei das natürlich auch super wichtig ist, als hier die Mitte zu kontrollieren. Ah, okay, danke Bioscuff. Oder, ja, Bioscuff. Nip hat schon mal 9-0 gegen Nip hinten gelegen. Ja, stimmt, klar. Auf der Dreamhack. Und dann hat Nip ja, glaube ich, noch das. Ja, 6-9 gemacht und dann, glaube ich, alle Runden geholt oder so. Stimmt schon. Ja, mein Gedächtnis ist auch nicht das Beste, aber bei so vielen Ergebnissen mittlerweile schon. Nicht verwunderlich. So, Nip wieder komplett breit gefächert. Aus. Wurde eigentlich gerade mal abgedeckt. Kurz konnte der Frag passieren. Getrite zieht sich da zurück. Und wie weit sind die Hauswähler? Jetzt kommt er rum. Jetzt hat ihn noch gesehen. Getrite. Oh, hat einen Headshot gegeben. Wo ist Exist? Schieben scheinbar wieder Action. Boah, das ist eine gute Entscheidung. Das A-Spot komplett frei. Flipper kommt da slow über Mitte. Fahren wir die Unterzeit. Jetzt müssen sie eigentlich Gas geben, was sie auch tun. Und der Auslandsgang ist eigentlich noch gar nicht so schlecht für Nip. Wobei, haben sie Smoke? Haben sie nicht. Ah, das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwerer. Oh! Curse richtig schnell verschoben. Alu direkt mit dem Headshot. Aber Getrite hat ihn gehört. Getrite ging 2. Oh, er geht direkt auf Frag. Und ich Reflex hier drum. Krass, da holen sie ihre Low-Equip. Ne, das war gar nicht meine Low-Equip, das war einfach nur eine Deagle-Runde. Da sieht man es keine Weste. Die hatten wirklich nur Deagle. Und, vielleicht P250 oder sowas. Ich glaube, Alu hatte P250. Ganz starke Halbzeit aber bisher von Curse. Vielleicht können sie ja tatsächlich in den L4 ummünzen.
wieder mit Ave gechattet. Hat er nur ganz kurz gefaked. Nimmt über den Keller. Es treffen wirklich nichts. Also Paul ist dann nur am Bratzen. Sollte weniger ECA-Packs spielen, vielleicht. Also, das kennt man auf jeden Fall besser von ihnen. So, alles abgesmoked. Sie könnten wieder Connecte hoch, aber Alu steht nach hinten mit AWP und der könnte gefährlich werden. Nasu wie immer unterm Holz. Oh, schöner Push von Alu und er überlebt sogar noch. Ganz wichtig. So, wer ist da oben? Reflex. Sollte vielleicht rechts aufpassen, da kann einer reinlaufen. Oh, Nasu hat das zum Glück noch abgedeckt. So, jetzt ist B komplett frei. Aber Reflex wieder rumgezogen auf Sound. Und Fiflan hat keine Bombe. Posi ist auch bekannt. 30 Sekunden noch. Schön gemacht von Reflex. Krass. Der gefällt mir richtig gut in letzter Zeit. Auch schon in... Ah, oh, wann das war? Das Prag-Event, wo er mit Pumpe so gegeben hat auf Nuke. Oder jetzt letztens erst... Ah ne, es war jetzt erst das Finale. Gegen Nip. Oder in dem Spiel um im Spiel gegen Alexis war es, glaube ich. Jetzt hier am Wochenende. Auf der Tour Open. So, letzte Runde. Nip komplett lower clip. Rushen da über kurz. Werden jetzt auf Skurk und Reflex treffen. Boah, Reflex kriegt direkt. Skurk auch extrem blind. Ja, mit so einem Rush kommen sie hier einfach durch. Wahnsinn. Schon vier Mann auf dem Spot. Ein extremer Druck gesetzt. Xist bangt da ein. Macht noch einen. Und Nasu, keine Chance. Krass, so ein Rush geht da noch durch. Ey, wenn sie sowas mal eher auspacken würden mit Waffen. Oh Mann. Schade, das F4 wäre auf jeden Fall drin gewesen für Curse. Aber jetzt, wenn sie jetzt T genauso stark aufspielen, sehen wir vielleicht die nächste Online-Niederlage für Nip. Aber das haben wir jetzt schon so, habe ich jetzt schon so oft vorbeschworen und erhofft, dass es wahrscheinlich eh nie eintreten wird. Also finde ich gut. Hentai mag zum Beispiel Farben hier im Overlay bei den Granaten. Ich finde es auch gut. Könnt ihr euch mal alle bei Spaddle bedanken und auf seine Seite gehen, natürlich ohne Adblock. Spaddle.de. So, ist ein Cursor nicht ready. Ah, das ist sogar gar nicht schlecht. Also gleich um 10 Maus gegen Toxic, gegen FM Toxic und dann um 11 noch Curse gegen Fnatic. Also werden wir noch zwei volle Spiele sehen. So, wer hat mich ja eigentlich mir jetzt hier eingeschrieben?
Huch. Gas, Gas. Sehr gut. Netgraf 0 gleich 0 Choke. Sehr gut. Das sollten sich echt mal einige zu Herzen nehmen. Na, wenn Netgraf aus, dann sieht man sowas nicht. Dann kann man sich auf sein Spiel konzentrieren und nicht auf irgendwelche Werte. Klar, zum kurzen Überrufen der Raids oder so. Was hast du denn immer mit deinem Basketball, Lenziens? Du bist doch bestimmt irgendein Troll. So. Schönen guten Abend auch an meine Mod-Elite hier im Chat. Was sind ja eigentlich nur zwei? So, vielleicht kann mir mal jemand fix den Spielstand bei Maus durchgeben. Das würde mich doch mal interessieren. So, jetzt Cursor aber auch ready. Auch die Restart, also die Restarts, also viel Spaß. Oh, Maus ist noch gar nicht live. Okay. Ich hoffe, die beeilen sich. Also wird sich das Mausspiel dann wahrscheinlich auch verzögern. Gut, also viel Spaß. Zweite Halbzeit Nip gegen Curse. Nip liegt 5 zu 10 hinten. Demzufolge bin ich mal gespannt jetzt hier. Auch Curse komplett Richtung A. Freeberg und Exist decken da hinten am Kerrigan. So, Reflex hat Smoke HE. Kriegt selber einer. Boah. Curse kriegt da schon gute Nades. Naso kann immerhin planten. Also Minimalziel schon mal durch. Alu mit dem First Track. So, Auto Director. Zeig mir, was du kannst. Zwei da hinten im Eck. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, das war nicht gut gespielt von dem, der da reingezogen ist. Sei nicht genau gesehen, wer. Boah, Curse richtig low. Zwei nach über am Leben vom Nip. Boah. Die Bombe tickt zu schnell. Gap hat da kein Kit. Gap hat da kein Kit. Pistol für Curse. Richtig stark. Zweite Pistol sogar. Ja, die erste CD-Pistol hatten sie auch geholt. Nice. Also besseren Grundstein kann man sich eigentlich nicht legen, um das Spiel zu gewinnen. Wenn sie das jetzt schaffen, dann gute Nacht. Boah, Curse präsentiert sich ja echt richtig stark. Haben ja, wie gesagt, auf Tor Open am vergangenen Wochenende sehr gut aufgespielt. Richtig ein knappes Spiel gehabt gegen Nip. War sogar, glaube ich, eins der knappsten Spiele bisher. Oder, sagen wir, eins der knappsten Finals bisher. Lohnt sich auf jeden Fall das VOD. So, auch Curse spielt sehr viel über die Mitte. Keiner vor A, schiebt mir jetzt nochmal weg. Hat man auch schon relativ häufig gesehen bei manchen Teams, dass man irgendwie Mitte B aufbaut und dann nochmal komplett zur Action schiebt und dann letztendlich die Go spielt. Auch hier jetzt der Fall. Alu nochmal allein über Mitte. Hat noch Nades. Könnte vielleicht jetzt Richtung, oh! Hat ihn gesehen. Normalerweise ist es fast besser, zum Jungle zu flashen. Zeige ich gleich. Was ein Movement da an der Leiter. Schön links, rechts, links, rechts. Oh! Gadget mit der Pumpe. Aber auf die Distanz. Auch wenn es sich krass angehört hat. Aber mal wenig, relativ wenig Schaden. Jetzt aber NATO gestorben. Oh, jetzt wird es sogar echt nochmal knapp. 16 Sekunden vor allen Dingen nur noch. Krass, die Runde könnte echt an Nip gehen. 10 Sekunden. Noch keine Bombe gepickt. 8 Sekunden. Och, Gadget. Wie krass.
Get Red der neue Reflex mit der Max, Max 7. Alter. Oh, wie unnötig, Mann. Aber da hatten sie zu wenig Equipment. So, welche Fläche ich meine zum Connector ist irgendwie. Kann sich, glaube ich, hier hinstellen und dann. Wenn wir hier drüber flächen. Dass die so hier drüber kommt. Also, wenn man hier dahinter steht, geht das sogar relativ safe, ohne dass man gesehen wird. Mal ein bisschen links muss die, glaube ich, fliegen. So hier rein. Und dann ist hier so die Area blind. So, schade. Worst case eigentlich jetzt für Curse. Hoffen wir mal nicht, dass Nip sich in den Rausch spielt. Aber jetzt dreht Forest doch wieder auf. Ja, Nip ja meistens, auch wenn sie mal eine Halbzeit verlieren, dann in der zweiten noch umso stärker. Lemmedox führt 3-0, okay. Danke an die Info. So, noch eine Eco bei Curse, aber auch verständlich. Oh, wie blind sie da auf Spot sind. Ach, wie weit vorne sie sogar schon sind, die Curse, Leute. Ach, schöne. Was? Wieso wollen wir alle kippen? Und da war es nur noch Gatfred am Leben. Und das war ja nicht mal irgendwie eine krasse Eco oder so. Da haben sie einfach die ganze Zeit Action daraus geflasht. Mit 50.000 Granaten. Boah, und Reflex kann da auch zielen mit Habe. Boah. So geil von Curse. 2 zu 2, overall Spielstand 12 zu 7. Jetzt muss Nip wieder sparen. Wobei, doch. Ah. Oh, sie riskieren's. Leckt mich fett. Drei Mann haben Geld. Exist Get Right nur mit Diegel, P250 oder sowas. Flan mit Awe. Trifft aber auf keinen. Curse wieder Richtung A unterwegs. Komplett versammelt, dann gleich wieder die Smoke von Nato zum Kerrigan. Da fliegt sie, mal sehen, ob die ankommt. Ah, die liegt ein bisschen besser als Get Rights vorhin. Das kann der erst den ersten machen. So, Nato muss da noch an seine Pose aufpassen, die er vorher die ganze Zeit gespielt hat. Kriegt nicht, aber direkt der Refact da. So, da sehen wir eine gute Flash von Get Right. Ich weiß nicht, ob sie genau am Forrester angekommen ist. So, Flan macht jetzt einen guten Job mit Awe. Da liegen keine Smokes mehr. Alu mit Refrag. Oh, Forrest sieht ihn da auch. Bombe da nicht geblendet, auch nicht mal gepickt bei. Oh, was? Oh, Nasu. Oh, das wird er nicht schaffen. 17 HP hat keine Bombe. Oh, verspekuliert sich da auch. Ach, schade. Da zahlt sich echt aus bei Nip. Krass. Ah. Weiß nicht. Also vorhin in der Eco sind sie mit Flashes drauf. Direkt. Jetzt spielen sie es langsam und gewinnen es nicht. Bisschen seltsam. So, die Smoke für kurz. Dann bauen sie auch auf und gehen da durch. Oh, sie haben tatsächlich gekauft. Zwei Haus, drei kurz. Aus dem Jay an der Spot steht da eigentlich gar nicht mal so gut. 2-2 Austausch. Bisher ganz in Ordnung. Oh, schön abgehämt von Alu. Der Flan ist aber auch reingeschlichen. Sehr seltsam. So, Exist kommt über B-Haus. Könnte da vielleicht noch was. Könnte wichtig werden. Denn ich glaube. Doch, Alu zieht nach hinten. Ganz stark. Was ist das eigentlich für eine. Ach, ist eine Decoy. Oh, richtig stark abgehämt. Da kommt Vierberg raus und der macht Skirk. 13 zu 8 für Curse. Immer noch die Führung. Und spätestens jetzt hat Nip Geldprobleme. Müssen ja einmal sparen. Danach schon die 14. Runde für Curse. Lemmedox 5-1, oh Mann. Werd dann gleich auch nochmal reinschalten. In der Pause, weil eher geht's ja dann sowieso nicht weiter.
So, Curse in der Mitte, Skurk, wo deckt der ab? B-Fund, dass hier keiner pusht. Na, so auch noch ganz defensiv Action. So, ne, pusht aber nirgends. Oh, X ist jetzt gepusht. Oh, und jetzt ist Naso weg. Oh, und direkt gibt's die Infos. Nip schiebt hier komplett zum B. Oh, das könnte gefährlich werden, wobei... Oh, dreimal jetzt tot mit... Boah, ganz starker Laufweg beim Reflex da, den Spot überkreuz. Aber die ganze Zeit auf der Box drauf. Oh, Exist über Haus. Könnte gehört worden sein von einem Kurzspieler. Ich denke auch, dass da einer abaimen wird. Ja, oben Haus deckt schon ab. Alu ist das wieder. Ah, der ist von direkt hinterm Eck. Sehr schön. 14 zu 8 für die Finnen. So, Nip kauft selbstverständlich. Krass, viermal mit 0 Dollar. Ist noch 100. Hätte sich noch einen Decoy kaufen können für 50. So, auf jeden Fall Kürz wieder sehr defensiv. Boah, nette Gammelpose jetzt von Naso. So auch noch nie gesehen. So, bauen wir zwei Keller auf, zwei Mitte. Jetzt gibt's, da hat man die Flash... Ah, halt. Ah. Decoy. Also ich finde es echt cool, dass man mittlerweile die Decoys sieht. Sie scheinen also doch... Ich weiß noch nicht genau, ob sie was bringen. Aber ich finde es gut, dass man zumindest sie sieht. Ich meine, sie kostet halt nur 50 und deswegen ist es eigentlich... Braucht nicht großartig drüber nachdenken, wenn man noch wenig Geld hat, dann nimmt man halt noch eine mit. Und vielleicht bringt sie ja was. Ich meine, 50 Dollar ist jetzt echt nichts. Wenn man das hochrechnet irgendwie, dann... Hat man das mit einem Flag oder so wieder rein? So, Friberg konnte den ersten machen an. Oh, 14 AP. Wo ist der gestorben? So, jetzt gibt's Action in Go und über Connector auch noch. Oh, da steht aber für Flan Forest auch noch von kurz, glaube ich, rumgezogen. Die letzten beiden über Action. Hallo und Nato. Nato. Oh. Friedberg aber auch nicht gut getroffen und Flan springt dir da in sein Gesicht. Krass, also wenn Nip unter Druck steht, wenig Equipment hat, holt sie die Runden trotzdem meistens relativ easy, zumindest hat es den Anschein. Mal gekauft. Fahren aber einfach raus ohne Flex. Schöner Headshot noch von Friberg. Reflex, keine Chance. Nip jetzt auch mit auch zweistellig. Dennoch noch die Führung für Curse. 14-10. So, hier Tab zum Lesen der ganzen Frex. Für die Stats-Geilen unter euch. So, nicht verwechseln, ganz hinten der Ping. Ja, doch, also, ja. Muss man aufpassen beim Lesen, ne? So, jetzt Curse nochmal mit Eco. Wie gibt die Shots von unten? Das hilft ihm aber. So, 11. Runde schon bei Nip. Also, sie kommen hier ran, näher und näher. Auf dem A würde ich fast. Also stupide raufgehen würde ich da nicht mehr. Kürz natürlich jetzt auch langsam am Zittern. Wir hatten das Spiel auf jeden Fall in der Hand. Vor allem vorhin die Runde, wo Nip low equipped war mit den ganzen Farmers und so. Die Sache ist, Nip könnte auf jeden Fall nochmal kaufen, sollten sie jetzt eine Runde verlieren. Also so gegessen ist das hier nämlich noch gar nicht. Rushen jetzt nochmal kurz. Ich bin da die Taktik von Nip von vorhin. Kriegen keinen. Wo sind die Reflex?
Hey, sind noch blind im Haus. So, jetzt die Flicks da. 3 gegen 3 Situation. Alu aber mit richtig wenig HP. Boah, das Erz liegt vielleicht nicht ganz so gut. Hinten das Duell. Boah, ganz stark. Pfifflan wollte da die Bombe direkt töten. Einer aber kurz. Und Natu. Boah, der Retake. Er hatte noch Reload. Reflex. 10 Schuss noch. 10 Schuss. 8 Schuss. Er hört ihn. Er hört ihn. Headshot. Boah. Reflex. Mit seinen enormen Reflexen. Warum eigentlich Reflex 2 oder II Reflexi durch die Schriftart, kann ich jetzt eigentlich sagen, ob es zwei kleine I's sind oder zwei große I's oder jetzt zwei Einsen oder irgendwas. Wobei, eine 1 kann es nicht sein, die hat ja so einen Strich. Also wahrscheinlich sind es zwei kleine I's oder große I's. Nice, aber gehörst schon mal mit dem Draw. Das ist also die nächste Sensation bei Nip. Die nächste... Das nächste Draw, vielleicht auch die nächste Niederlage online. Och. Oh, X ist da wieder gut am Umdrücken. Und auch Freeberg stirbt. X ist, aber alle relativ low. Aber gute Smoke noch. Zwei Bänder weggesmoked. Oh, die AE. Oh, die AE war super. Bombe so mit Down und das müsste Forest auch wissen. Wirft er die HE dann nicht umsonst hin. Oh, beide danach trapped. Boah, 40. Sie haben zwar noch die Zeit, aber Nip macht es halt viel zu gut. Sie zeigen sich nicht. Da wollte ich sie gerade loben und dann schleicht Pfifflan da rein. Einfach total unnötig. Oh nein, wenn Alu den Shot trifft, können sie legen. Oh, bitter. Bitter, 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 dass er so einen wichtigen Shot dann nicht trifft. Pfifflan hat er die Runde nochmal eröffnet für Curse. Hat sie nochmal möglich gemacht. Aber die anderen beiden Nip-Spieler einfach zu abgeklärt. Abfahrt jetzt. Haben sie Waffen? Ach, sie haben keine Waffen. Ey, es kommt hier echt auf die allerletzten Runden drauf an. Er deckt eigentlich B. Android. Oh, die AE. Ticken zu spät. Oh, aber da sieht man diese Absprache. Einfach so krass. Getred weiß genau, wo er sich positionieren muss, damit Forest ihm am besten möglich helfen kann. Was? Lemondogs nicht wirklich 6-14-1, oder? Ich will sie mal nicht hoffen. So, die letzten zwei Runden aber hier. Danach kümmern wir uns um das Maus-Match. Kurz versucht es nochmal über kurz. Schnell. Haben relativ wenig Equipment, nur Galil. So, wieder ist es Get Right. Der holt zwei. Ja. Forest diesmal relativ spät an kurz. Aber so eine Situation immer noch extrem schwer für Curse. Haben relativ viel Schaden schon bekommen und die Bombe ist schon irgendwo down. Oh, da gibt es einen Headshot. Nase vielleicht mit der Chance. Sie haben keine Flash mehr. Oh, da wurde schon, war schon links und rechts einer. Somit keine Chance für Nase. Die Flex noch auch keinen, nur noch Natu. Einen, aber dann auch keinen. Das wird hier wirklich noch ein Draw, oder was? Wie bitter, Mann. Wie bitter. Curse hätte gewinnen müssen. Na, wobei. Eigentlich ist es schon ein verdientes Draw. Man, Curse war super stark. Haben dann aber halt manche Situationen nicht gut gespielt oder einfach nicht gut genug. Ich meine, Nip ist ja auch kein schlechtes Team. Sie haben jetzt nicht unbedingt schlecht am A gespielt. Haben das schon immer sehr gut gemacht, da sie nie zum Planten kommen lassen und wenn, haben sie einfach den Retake dann auch gewonnen. So, aber vielleicht der Boost. Für Flan. Oh, schön, hallo mit dem ersten. Vielleicht hier doch noch das GG. Der Win. Oh, na, so mit schönem Timing. Er tötet, er hat ihn getötet. 3 gegen 3. Forest. Nein, er macht doch Connector und dann ist noch so mit Diegel.
Er holt ihn, aber Action noch. Oh, damit wird er nicht rechnen. Doch, er weiß es, aber... Ach, keine Chance, leider. Ach, Mann. Schade, Curse, schade. Ich hätte es ihn so gegönnt. Mann, Mann, Mann. Draw auf jeden Fall hier im Spiel. Unentschieden. 15-15. Gibt keine Overtime. Was? Was? Was ist das? Es gibt eine Overtime. Ja, so, der leckt mich doch am Arsch. Wie geil ist das denn? Aber ich ahne Schlimmes. Ich ahne Böses. Nämlich, dass ein Nippet hier drüber fährt. Oh, wie bitter wäre das. Oh. Das ist natürlich geil, dass Curse jetzt noch eine Chance hat. Aber so wie Nip jetzt. Wie Nip jetzt gegen Ende aufgedreht hat. Ah, lalalala. So, ich habe keine Ahnung, welches MR. Ich nehme mal an, MR3. Mal abwarten. Geld haben sie auf jeden Fall. Ah, sie hatten alle. Ja, okay, bekommen alle 10.000. Das ist natürlich auch nett. Also, jetzt gibt es hier keinen Rätselraten mehr über das Startmoney. Man sieht es ja direkt. So, jetzt übrigens auch die GoToView 423. Ah, da geht noch mehr. Da geht noch einiges. In so einem Top-Spiel. Da will ich die 1.000 sehen. Bin ich sogar 2, 3, 4.000 oder so. Aber viele ja auch auf dem Stream unterwegs. Oh, natürlich direkt den Shot. Und diesmal ist es ein Fake. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hallo, jetzt schon zurück. Der Contact über durch die Smoke. Ah, das muss direkt ein Headshot sein. Sitzt leider nicht. Boah, Skook muss da eher was machen. Ach, der kommt da zu spät raus. Nip lässt ihn da einfach keine Chance. Wenn man da nicht perfekt synchronisiert rauskommt oder da perfekt immer agiert reagiert, dann hat man einfach keine Chance. Die 1 gegen 1 Duelle gewinnt Nip einfach viel zu oft. Also 16-15. Power ist jetzt mit einem Move. Luft auf. Zwei schon richtig low geschossen. Kann keiner mitnehmen. Boah, krasser Headshot. Jetzt fällt es der Refact von Alu. Skurk. Boah, schön. A-Spot ist nicht frei. Getred da noch unterm Holz. Mit dem wurde nicht gerechnet. Bei den letzten Kursspieler extrem low. Och, wie gut das Getred spielt. Oh, ein Alu über Mitte. Er hat keine Bombe. Die müsste Getred da irgendwo haben. Ich glaube, neben ihm oder vor ihm liegt sie. Boah, und jetzt wird für Flan da auch gleich Connector gucken wahrscheinlich. Oh. Oh, Alu hat ihn gesehen. Jetzt sogar die Chance gegen für Flan, wenn er verschießt. Schöner, 25, einen Schuss weniger muss er machen. Oh. Nein. Oh, er war fast drauf. Schade, Mann. Aber auch krass von Viflan da die USP zu nehmen. Hat wahrscheinlich die Ansage bekommen, dass Alu richtig low ist. Und ich glaube, er hat sie wirklich bekommen, weil in der ECA ist, glaube ich, nicht das deaktiviert, dass man den Schaden angezeigt bekommt. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier nicht komplett, nach internationalem Regelwerk spielt, so wie es diverse Turnierveranstalter machen. Also da gibt es auch noch Nachholbedarf, dass auch dort einheitliche Regeln stattfinden und eingesetzt werden. Also Curse sollte da von der Mitte irgendwie ablassen. Sie haben da so Probleme, das gut zu spielen. Jo, Natu. Oh, schon ein Trip mit Reflex. Och, jetzt ist nur noch Alu. Nip wird hier das 3... Null wahrscheinlich machen. So, Alus Posi ist bekannt. Zieht Connector, Keller hoch. Ach, der hat da kurzzeitig Probleme, aber 3-0 Nip. Oh Mann, und da tritt wirklich fast das ein, was ich gesagt habe, dass Nip hier wahrscheinlich das Spiel gewinnen wird. Oh Mann, Nummer 9.
Alle sind ready, somit geht's gleich weiter hier zur ersten Overtime. Ich meine, Curse war gut als CT, vielleicht schaffen sie es auch. Aber ich denke, Nip wird da jetzt wieder. Weil vielleicht spielt Nip einfach auch nochmal so einen schnellen Kurzgo, wie in der letzten Runde, die sie da als T gespielt hatten. Scheint hat Maus wirklich verloren. Bittere Kiste. Ach so, Getright legt er direkt. Getright mit Abe. Oh, er kriegt echt den ersten Track. Gegen Nasu. Er hatte da wahrscheinlich Topspawn und hat ihn direkt genutzt. So, vielleicht jetzt diesmal die AE vom Reflex. Ich komme zu früh und vor allen Dingen sehen sie die T's halt und können dann noch ausweichen. So, es wird auf jeden Fall wieder den A-Split geben über Connector. Natu gleich ein wichtiges Duell am Haus. Oh, da hat er. Oh, gehört er einfach fühlt sich stark. Nimmt in der Überzahl. Alu noch am Holz. Reflex hilft ihm da. Oh, ein Alu sieht die Waffe. Sauber. Oh, Autosniper. Sehr schön. 1 gegen 1, Forest gegen Reflex. Und er verschießt. Er war nicht drauf. Und das ist GG. Nip gewinnt tatsächlich noch das Spiel nach so einer hohen Rücklage. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass ein Team das nicht einfach mal beenden kann. Overall Spielstand 19 zu 15. Curse hätte keine einzige Runde mehr in der Overtime geholt. Schade, Mann. Aber trotzdem, sehr, sehr schönes Spiel.